Im Koalitionsausschuss werden wir verlangen, dass wir noch erfolgreicher werden bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Wir wollen da die Instrumente schärfen, um der Polizei und auch den Ermittlungsbehörden mehr Möglichkeiten zu geben. Und das heißt, dass grundsätzlich der Wohnungseinbruch mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr versehen werden muss. Dies bedeutet dann zugleich, dass damit auch die Telekommunikationsüberwachung eingeführt werden kann und dass diese Delikte nicht eingestellt werden können. So nach dem Motto, wie mir ein Bürger erzählt hat in meiner Sprechstunde, am Morgen hat er den Wohnungseinbruchsdiebstahl gemeldet, am Abend die Einstellungsverfügung bekommen. Diese Dinge werden nicht mehr möglich sein.